Was ist es, BD? Aufpassen! Das war dein letztes... Rüber, BD. Es ist der Jedi. Erfülle Mission. Du bist zu schnell. Hey BD, was ist das? Ja, sehen wir es uns an. Hab dich gefunden, Eindringling. Thank you.
ist er! Direkt da! Sei bloß vorsichtig! Verliert ihr nicht aus der Augen? Nur du und ich. Ist da drüben jemand? Deine Bemühungen sind nutzlos. Der Wookiee starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Deine Chance zu überleben wird immer kleiner. Du wirst niemals entkommen. Weich ruhig aus. Du solltest mehr üben. Es fehlt dir an Überzeugung. Ich werde dich knacken. Hey, BD, hilfst du mir mal? Hey, BD, hier drin. Ha, da war wirklich was drin. Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte.
zu. Komm schon, BD. Cordova Club, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Wir reden später. Sie sehen gesund aus. Bin beschäftigt. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Natürlich können wir nach Datomir fliegen. Setze Kurs auf. Moment. Ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein.
Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja. Das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Also, Zog Tormo will wirklich ein Stück von dir. Ha! Du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Ja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der Haxionbrut geht das nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle Jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brut wieder anrückt. Echt? Danke, Kerl. Kerl, hast du kurz Zeit? Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey. Ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sia, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Sehen wir uns das mal an.
Irgendwas Interessantes? Gut gemacht. Snalem denita elori olehei. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Willst du nachsehen? Oh, du hast was gefunden. Geht nicht auf. Guter Scan, Biddy. Diese FO waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber...
Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Ein Gegner! Wir können dich erfinden, Brüder! Verdammt! Vorrücken! Näher ran! Versuch's mal, Jedi! Zeig mal.